Marschbefehl Richtung Syrien und das wohl noch kurz vor Weihnachten. Wem immer das Gnade bringt. Guten Abend und willkommen beim Monitor. Geradezu blitzartig hat die Bundesregierung vorgestern beschlossen, deutsche Soldaten in den Syrienkrieg zu schicken. Zahlenmäßig der aktuell größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Wer dem Außenminister oder der Verteidigungsministerin zuhört, den beschleicht allerdings ein mehr als mulmiges Gefühl. Einen richtigen Plan scheint diese Regierung jedenfalls nicht zu haben für einen Krieg, der sehr schnell eskalieren könnte. Zu unterschiedlich sind die Interessen Russlands, der Türkei und des Westens. Nicht einmal bei den Kriegszielen ist man sich einig, von einer Exit-Strategie ganz zu schweigen. Was da auf uns zukommen könnte, zeigt Ihnen Markus Zeitler. Fliegerhorst Jagl in Schleswig-Holstein gestern Mittag. Standort der 6 Tornado-Jets, die bald starten sollen, Richtung Syrien. Bilder drehen ist erlaubt, Fragen stellen nicht, weil überzeugende Antworten schwerfallen könnten. Die Fakten. Seit 5 Jahren wird in Syrien gekämpft und gestorben. Seit über einem Jahr werfen die USA und andere Staaten Bomben auf den IS. Bis vor 2 Wochen versuchte die Bundesregierung zu erklären, warum es richtig ist, nicht mitzumachen bei diesem Luftkrieg. Doch nach Paris soll alles ganz anders sein. Und vor allem ganz schnell gehen. Wir weinen mit Ihnen. Wir werden mit Ihnen gemeinsam den Kampf gegen die führen, die Ihnen so etwas Unfassbares angetan haben. Wir brauchen auch militärische Mittel. Wenn die Dinge klar sind, dann kann auch entschieden werden. Die Entscheidung wird ja nicht besser, wenn wir sie erst in 14 Tagen treffen. Ende der Diskussion. Oder doch ein paar Fakten? Deutschland schickt Aufklärungstornados. Die können gestochen scharfe Bilder schießen und sie in Echtzeit an die Bodenstation senden. Doch das können andere auch. Und wo die USA kämpfen, ist Aufklärung stets Chefsache der Amerikaner selbst, weiß Ulrich Scholz, ehemaliger Berufsoffizier und Luftkriegsplaner bei Bundeswehr und NATO. Sie nehmen alles mit, was sie an Fähigkeiten brauchen. Die verlassen sich nicht auf einen einzigen Koalitionspartner. Das heißt also zu behaupten, wir bringen da jetzt etwas, was sehnsüchtig erwartet wird, ist einfach dummes Zeug. Doch was haben die Luftangriffe gegen den IS bisher bewirkt? Über 8.500 waren es seit August 2014. Das US-Verteidigungsministerium dokumentiert die Zahl der zerstörten Objekte täglich. Hunderte Panzer und sonstige Fahrzeuge, IS-Camps, aber auch 4.500 zerstörte Häuser. Insgesamt 16.000 registrierte Treffer. Wie viele unschuldige Menschen dabei getötet wurden, weiß niemand. Und der IS ist immer noch da. Das ist westliches Denken. Wir versuchen über Controlling, wir versuchen durch Zählen von Einheiten, von Fahrzeugen, versuchen wir irgendwo einen Erfolg nachzuweisen. Aber keiner sagt, wann, bei welcher Zahl, 30.000, 40.000, haben wir gewonnen. Und diese Zahl gibt es nicht. Der IS wird das mit uns länger durchhalten, als wir mit unseren demokratischen Bevölkerungen. Noch ein Terroranschlag wie der in Paris und man wird diskutieren über das, was man jetzt noch vermeidet, nämlich das Nachdenken über einen Bodeneinsatz in Syrien zur Bekämpfung des Islamischen Staates. Genau das will er erreichen. Er will uns, den Westen, in diese Falle locken, wohlwissend, dass ein solcher Bodenkrieg nicht gewonnen werden kann. Und schon mehren sich die Stimmen nach einem Bodenkrieg gegen den IS. Ein Bodenkrieg wie in Afghanistan. Ein Bodenkrieg, der die Terrorgefahr nicht verringert, sondern vergrößert hat. Die Parallelen drängen sich auf. Am Anfang ein Terrorakt. Solidaritätsbekundungen. Luftschläge als Vergeltung. Militärische Eskalation damals wie heute. Aktionismus ersetzt fehlende Konzepte, ersetzt das Nachdenken über den Tag hinaus. Wir haben keinen Plan und das ist Teil eines größeren Problems. Wir erleben gerade die völlige Neuordnung der politischen Verhältnisse im Nahen Osten. Und genau darin liegt die Gefahr, die weit über den IS hinausgeht. Längst ist Syrien Spielball unterschiedlichster Mächte, Schauplatz eines Vielfrontenkrieges. Da ist zunächst Assad, der um keinen Preis abtreten will. Hunderte Rebellengruppen, die gegen ihn kämpfen. Die Kurden, die von einem eigenen Kurdistan träumen. Und der IS. Jeder von ihnen hat Unterstützer aus dem Ausland. Russen, Iraner, Amerikaner, Türken, Saudis. Über syrischem Boden werden längst mehrere Konflikte ausgetragen. Seit 9 Tagen gibt es einen neuen, brandgefährlichen.
Die Türkei schießt einen russischen Kampfjet ab. Russland droht mit Vergeltung. Es ist nicht einfach nur ein tragischer Zwischenfall, dass die Türkei, ein immerhin NATO-Partner von uns, ein Flugzeug der Russen abgeschossen hat. Da ist natürlich was militärisch ausgetragen worden, was ein Interessengegensatz gewesen ist. Deutschland geht sehenden Auges militärisch hinein in einen Konflikt mit vollkommen unübersichtlichen Fronten. Und in dieses Durcheinander hinein mit so vielen Akteuren und gegensätzlichen geostrategischen Interessen, sich militärisch zu engagieren, ist ein sehr gefährlicher Einsatz. Schon in der nächsten Woche sollen die ersten deutschen Tornados in der Türkei stationiert werden. Nie wurde ein deutscher Kriegseinsatz politisch so schnell durchgepeitscht. Selten war er so riskant. Es gibt eine Bemerkung von Außenminister Steinmeier, die zeigt, wie riskant der Einsatz der Bundeswehr in Syrien tatsächlich ist. Man hoffe darauf, feindlichen Berührungen mit Russland im syrischen Luftraum aus dem Weg gehen zu können. Nach einem gemeinsamen Kampf gegen Terroristen klingt das jedenfalls nicht. Der Krieg gegen den Terror, er soll nicht nur in Syrien, sondern auch im Inneren geführt werden. Die Rezepte sind die immer gleichen. Mehr Überwachung, mehr Rechte für die Geheimdienste, schärfere Gesetze. Dabei lehren die Terroranschläge von Paris vor allem eins. Viele der Attentäter waren den Behörden längst bekannt, man wusste um ihre Gefährlichkeit und ließ sie offenbar trotzdem kreuz und quer durch Europa und nach Syrien reisen. Philipp Jahn, Anja Pröker und Andreas Spinnrad über die gefährliche Ignoranz von Sicherheitsbehörden.